Mit dem Zwischenbericht Teilgebiete der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, sind 54% der Landesfläche Deutschlands zu einem Teilgebiet geworden. Auch Sie leben in einem Teilgebiet, aber was bedeutet das für Sie? Im Folgenden erklären wir Ihnen, warum Ihre Region ein Teilgebiet geworden ist. Die BGE sucht ein Endlager im tiefen Untergrund. Dort sollen die gesamten hochradioaktiven Abfälle Deutschlands dauerhaft und sicher lagern. Mindestens für 1 Million Jahre sollen die Abfälle von Mensch und Umwelt abgeschlossen sein. Dafür sind wir als Gesellschaft gemeinsam verantwortlich. Deutschland sucht ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Auf der weißen Landkarte wurden 90 Teilgebiete identifiziert, die näher untersucht werden sollen. Diese wurden in 3 Schritten ermittelt. Erstens Ausschlusskriterien. Nur solche Gebiete werden weiter untersucht, die nicht aus einem der 6 im Standortauswahlgesetz benannten Gründe ausgeschlossen werden. Darunter fallen zum Beispiel seismische Aktivitäten und Vulkanismus. Zweitens Mindestanforderungen. In Frage kommen nur Regionen, in welchen eines der 3 Wirtsgesteine, Tongestein, Steinsalz oder kristallines Wirtsgestein vorhanden ist. Außerdem müssen die Gebiete weitere Anforderungen erfüllen, zum Beispiel einen Mindestabstand zur Erdoberfläche sowie eine sehr geringe Gebirgsdurchlässigkeit. Drittens, geowissenschaftliche Abwägungskriterien. Alle identifizierten Gebiete werden Gegenstand einer geowissenschaftlichen Abwägung. Gebiete, die günstige geologische Voraussetzungen für die Endlagerung erwarten lassen, sind im Zwischenbericht Teilgebiete veröffentlicht worden. Hier stellen wir Ihnen das Teilgebiet 005-00 vor. Das Teilgebiet erstreckt sich in Norddeutschland, zum größten Teil in Niedersachsen und Brandenburg. Teilweise liegt es aber auch noch in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Sachsen-Anhalt. Das Teilgebiet setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Es erstreckt sich von der niederländischen Grenze über Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg bis an die polnische Grenze. Die Zusammensetzung des Teilgebietes aus mehreren räumlich voneinander getrennten Gebietseinheiten ergibt sich aus der Anwendung der Ausschlusskriterien und der Mindestanforderungen. Im Untergrund des Teilgebietes befinden sich Wirtsgesteinsformationen aus Tongestein. Tongesteine weisen eine geringe Durchlässigkeit auf und wirken als chemische Puffer. Sie können Radionuklide sehr gut zurückhalten. Außerdem sind Tongesteine nur schwer löslich. Einige Tonminerale können unter bestimmten Bedingungen Wasser aufnehmen. Durch die Wasseraufnahme quellen diese Tonminerale. Dadurch kann das Gestein Risse oder Klüfte selbst wieder verschließen. Zu den weniger günstigen Eigenschaften von Tongestein gehört die Temperaturempfindlichkeit. Höhere Temperaturen führen zu Mineralumbildungen. Diese verändern die gesteinsphysikalischen Eigenschaften der Tonminerale und damit ihre Barrierewirksamkeit unwiederbringlich. Die hochradioaktiven Abfälle entwickeln noch über einen langen Zeitraum Wärme. Das muss bei der Planung eines Endlagers berücksichtigt werden. Das Teilgebiet befindet sich innerhalb des norddeutschen Beckens. Die Tongesteine wurden im mittleren Jura vor 178 bis 156 Millionen Jahren in einem flachen Meer abgelagert. Es bedeckte damals große Teile Norddeutschlands. Zu der Zeit lagerten sich vorwiegend tonige Sedimente im Beckenbereich ab, während zu den Randbereichen des Beckens hin sandigere Sedimente vorherrschten. Durch Meeresspiegelschwankungen lagerten sich verschiedene Schichten ab. Durch die hohen Überlagerungsdrücke bildeten sich aus den tonigen Sedimenten Tonsteine. Zur Ermittlung der Teilgebiete wurden zunächst die Ausschlusskriterien angewendet. Im hier dargestellten Betrachtungsraum in Norddeutschland wurden Gebiete durch die Ausschlusskriterien bergbauliche Tätigkeit, also Bohrungen und Bergwerke, Grundwasseralter und aktive Störungszonen ausgeschlossen. Für den Ausschluss reicht die Erfüllung eines Ausschlusskriteriums. Alle Mindestanforderungen für das mit dem Teilgebiet ausgewiesenen Tongestein gelten als erfüllt. Das Gebiet weist eine Fläche von 18.811 Quadratkilometern auf und ist maximal 1.200 Meter mächtig. Die Tiefe liegt zwischen 400 und 1.500 Metern unterhalb der Geländeoberfläche. Aufgrund der Zusammensetzung der Tongesteine sind ausreichend große Bereiche für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle mit einer sehr geringen Gebirgsdurchlässigkeit zu erwarten.
Mit den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien wird bewertet, ob eine günstige geologische Gesamtsituation vorliegt. Mithilfe von 11 Abwägungskriterien wurde jedes Gebiet bewertet. Zur Bewertung von 7 dieser Kriterien wurden Referenzdatensätze herangezogen. Das sind Literaturwerte bekannter Eigenschaften des Tongesteins. Es wurden günstige Werte angenommen, bis entsprechende gebietsspezifische Daten vorliegen. Das verhindert, möglicherweise geeignete Gebiete schlechter zu bewerten, als sie es tatsächlich sind. Kriterium 1 bewertet den Transport radioaktiver Stoffe durch Grundwasserbewegungen. Das ist der Bereich im Gestein, in dem die hochradioaktiven Abfälle eingelagert werden könnten. Der Transport soll so gering wie möglich sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 6 bewertet die Neigung zur Bildung von Fluidwegsamkeiten. Das Gestein soll möglichst wenig Klüfte oder Risse aufweisen, damit sich radioaktive Stoffe möglichst nicht aus dem Endlager herausbewegen können. Die Neigung soll möglichst gering ausfallen. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 7 bewertet die Gasbildung im umgebenden Gestein. Die Gasbildung soll möglichst gering sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 8 bewertet die Temperaturverträglichkeit. Dabei sollen temperaturinduzierte Änderungen der Gesteinseigenschaften möglichst gering sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 9 bewertet das Rückhaltevermögen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Das Rückhaltevermögen soll möglichst hoch sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 10 bewertet die hydrochemischen Verhältnisse. Die Zusammensetzung des Tiefenwassers soll sich nicht negativ auf die Rückhaltung der Radionuklide auswirken. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 5 bewertet die günstigen gebirgsmechanischen Eigenschaften. Die Bewertung ist nicht günstig. Eine individuelle Bewertung für das Gebiet fand für 4 Abwägungskriterien statt. Kriterium 2 bewertet die Konfiguration des Gesteinskörpers. Der Gesteinskörper soll dabei ein möglichst hohes Einschlussvermögen aufweisen. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 3 bewertet die räumliche Charakterisierbarkeit der geologischen Barrieren. Die Eigenschaften sollen möglichst zuverlässig ermittelbar und übertragbar sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 4 bewertet die langfristige Stabilität. Die günstigen Verhältnisse sollen sich über einen möglichst langen Zeitraum nicht ändern. Die Bewertung ist günstig. Das Kriterium 11 bewertet den Schutz durch das Deckgebirge. Das Deckgebirge soll den einschlusswirksamen Gebirgsbereich möglichst lange schützen. Die Bewertung ist bedingt günstig. Insgesamt ist für das identifizierte Gebiet eine günstige geologische Gesamtsituation zu erwarten. Das Gebiet wurde als Teilgebiet ausgewiesen. Wie geht es weiter? Die Teilgebiete werden weiter untersucht und mit verschiedenen Methoden eingegrenzt. Die BGE macht dann einen Vorschlag für Standortregionen, die über Tage erkundet werden sollen. Die zuständige Behörde, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE, prüft diesen Vorschlag. Nach Zustimmung des Bundesgesetzgebers finden über- und in einer späteren Phase untertägige Erkundungen statt, damit der bestmögliche Standort bis 2031 feststeht. Die Öffentlichkeit begleitet den gesamten Prozess. Sie kann ihre Anliegen beispielsweise in der Fachkonferenz Teilgebiete vorbringen, die vom BASE organisiert wird. Dieser Prozess lebt vom Austausch, vom Dialog. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich, diskutieren Sie mit uns. Wir freuen uns darauf. Wir versprechen Ihnen, keine Frage bleibt unbeantwortet. Ich darf Sie im Namen der Bundesgesellschaft für Endlagerung ganz herzlich zu dieser Online-Sprechstunde begrüßen. Ich freue mich, dass Sie alle zuschauen und ein Interesse haben an Ihrem Teilgebiet, das ja ein sehr großes Teilgebiet ist. Mein Name ist Steffen Karnitz, ich bin Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung und bin mit 2 Kolleginnen aus dem Bereich der Standortauswahl heute Ihr Ansprechpartner für Ihre Fragen. Mit dieser Sprechstunde wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, etwas mehr über Ihr Teilgebiet zu erfahren und natürlich auch erste Fragen an uns zu stellen. Sie können diese Fragen auf unterschiedliche Art und Weise an uns adressieren. Das geht zum einen per E-Mail an dialog@bge.de.
telefonisch oder gerne auch direkt im YouTube-Chat. Das Ganze wird jetzt unten noch einmal eingeblendet für Sie, damit Sie die Kontaktdaten haben. Ich sehe, dass es im Chat auch schon eine ganze Menge Einzelfragen gibt, auf die wir gleich eingehen, aber würde erstmal die Kollegin bitten, noch einmal ein paar spezielle Charakteristika dieses Gebietes zu erläutern. Dann werde ich auch gleich mal anfangen mit ein paar allgemeinen Informationen. Wie Sie gehört haben, ist es ein sehr großes Teilgebiet, es aus sehr vielen Einzelflächen besteht. Das befindet sich in Norddeutschland und deckt die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ab. Es hat eine Gesamtfläche von 18.811 Quadratkilometern und hat Mächtigkeiten von 100 Metern bis 1200 Metern. Die Basisfläche hat eine Teufenlage zwischen 400 Metern und 1500 Metern unter der Geländeoberkante. Es befindet sich im Würzgestein Tongestein des mittleren Jura. Jetzt würde ich mal die Regie bitten, die Karte mit den Ausschlusskriterien einzublenden. Genau, Sie sehen auf der Karte, dass im Wesentlichen drei Ausschlusskriterien Einfluss hatten auf die Größe des Teilgebietes. Und das sind die Ausschlusskriterien aktive Störungszonen, Bergwerke und Bohrungen. Bergwerke und Bohrungen bilden ein Ausschlusskriterium, das sich aus dem, das bedeutet Einflüsse aus gegenwärtiger oder früherer bergbaulicher Tätigkeit. Die Störungszonen, die wir haben, basieren auf verschiedenen Datengrundlagen. Wir haben vor allem Karten genutzt, aber auch Projektberichte oder Dissertationen. Ganz wesentlich war hier zu nennen die geologische Übersichtskarte oder auch eine tektonische Karte, die wir verwendet haben. Die Ausschlussgebiete, die Sie da sehen, basieren hier in diesem Teilgebiet auf Störungsspuren. Das heißt, wir haben eine Linie bekommen der Störungsfläche an der Geländeoberkante. Wir haben hier in diesem Teilgebiet keine Störungsflächen zur Verfügung gehabt. Das heißt, wir hatten hier keine Informationen über die räumliche Lage der Störung. Wir haben außerdem 5-mal atektonische Vorgänge. Das ist auch ein Teil des Ausschlusskriteriums aktive Störungszonen. Diese sind vor allem Erdfälle und Subfusionssenken. Und außerdem haben wir dann auf der Karte Ausschlussgebiete durch Bergwerke und Bohrungen. Es gibt ungefähr 3.400 Bohrungen im Teilgebiet und 12 Bergwerke. Die Bergwerke, die zielten auf die Bodenschätze Steinkohle, Eisenerz und Kalisalz ab. Nach der Anwendung der Ausschlusskriterien haben wir die Mindestanforderungen auf die verbleibenden Gebiete angewendet. Für dieses Teilgebiet haben wir das vor allem auf Basis der 3D-Modelle der geologischen Landesdienste gemacht. Wenn es keine 3D-Modelle gab, haben wir die Mindestanforderungen mit verschiedenen thematischen Karten und Bohrungsdaten angewendet. Für die Abwägungskriterien würde ich an meine Kollegin übergeben. Ja, wie Sie schon gehört haben, gerade auch im Film oder von meiner Kollegin, wurden zunächst die Ausschlusskriterien angewendet und dann die Mindestanforderungen. Das zusammen ergibt sogenannte identifizierte Gebiete. Und um jetzt günstige geologische Voraussetzungen zu ermitteln, benutzen wir 11 Kriterien, 11 geowissenschaftliche Kriterien, Abwägungskriterien nennen wir die. 7 davon, das haben Sie auch im Video schon gehört, 7 davon sind mit Referenzdatensätzen bewertet. Das liegt daran, dass im Moment keine gebietsspezifischen Daten vorliegen. Ja, Referenzdatensätze stammen aus der Literatur. Das ist eine große Literaturrecherche gewesen und die sind gesteinsspezifisch. Also nicht gebietsspezifisch, sondern gesteinsspezifisch. Das heißt, für alle Gebiete im Tongestein wurden diese 7 Kriterien mit Referenzdatensätzen gleich bewertet. Sie haben auch schon gehört, dass 6 davon im Tongestein günstig sind. Eines davon ist nicht günstig. Das zielt darauf ab, dass Bergwerke im Tongestein einen Ausbau benötigen. Ja, den 4 gebietsspezifischen Kriterien, denen kommt eine besondere Bedeutung zu in diesem Schritt des Verfahrens. Und deshalb will ich
möchte ich einfach gerne noch mal ein bisschen auf die eingehen. Das Kriterium 2, das ist die Konfiguration der Gesteinskörper, dass Sie sich das auch noch mal vorstellen können. Da haben wir bewertet, wie mächtig ist diese Barriere denn tatsächlich? Wie ist die flächenhafte Ausdehnung oder wo ist die obere Kante? Also wir sagen immer Top, die Teufe des Tops der Einheit, also der Oberkante der Einheit, die wir jetzt im mittleren Jura ausweisen. Beide sind günstig, dieses ist günstig bewertet. Das Kriterium 3, das ist die räumliche Charakterisierbarkeit. Das müssen Sie sich so vorstellen, wir wollen gerne wissen, wie sicher sind wir denn in unserer Prognose, also Vorhersagbarkeit der Gesteinseinheiten. Das ist auch als günstig bewertet. Kriterium 4 ist die langfristige Stabilität. Da haben wir geschaut, hat sich in den letzten 10 Millionen Jahren was an der Mächtigkeit, an der Gebirgsdurchlässigkeit oder an der Ausdehnung verändert. Und letztendlich das Kriterium, das ist auch günstig, das Kriterium 4. Und letztendlich das Kriterium 11, das ist die Bewertung des Schutzes des einschlusswirksamen Gebirgsbereiches durch das Deckgebirge. Hier ist es so, dass, das hat meine Kollegin ja auch schon mit der Karte schön gezeigt, dass es eine ganze Menge Störungen und atektonische Vorgänge gibt. Die aktiven Störungen sind ausgeschlossen. Trotzdem gibt es noch viele, viele Störungen, viel mehr Störungen. Und das führte dazu, dass das Gebiet mit bedingt günstig für das Kriterium 11 bewertet wurde. Die Gesamtbewertung, also aus einem identifizierten Gebiet, wird jetzt bei einer günstigen Gesamtbewertung aller Kriterien ein Teilgebiet. Und das war bei dem mittleren Jura, also bei diesem Teilgebiet der Fall. Und vielleicht wundern Sie sich, weil wir haben ja ein Kriterium, ein gebietsspezifisches, mit bedingt günstig bewertet. Das liegt einfach daran, dass es doch eine relativ große Flächenausdehnung hat. Und wir gehen davon aus, dass 10 Quadratkilometer, die wir ja für das Tongestein brauchen, das ist ja eine Mindestanforderung, dass wir die in diesem Gebiet mit intakten Deckgebirge auch vorfinden. Ja. Prima, vielen Dank. Jetzt gibt es im Chat schon eine ganze Menge Fragen und auch schon eine gewisse Unruhe mit der herzlichen Bitte, die da jetzt mal drauf einzugehen. Das würden wir jetzt auch einmal tun. Und ich würde mal anfangen mit folgender Frage, mit der letzten Frage, die gerade gekommen ist, nämlich ist der steigende Meeresspiegel durch den Klimawandel ein Kriterium? Es ist kein Kriterium der geowissenschaftlichen Abwägung. Es ist so, dass wir die geowissenschaftliche Abwägung bewertet, die Bedingungen im Untergrund, die geologischen Bedingungen im Untergrund. Und deshalb ist es in diesem Schritt des Verfahrens nicht, kommt es nicht zum Tragen, ob jetzt der Meeresspiegel in dem nächsten geologischen Zeitraum steigt und wie wir dann ein Bergwerk auffahren würden, potenziell. Prima, vielen Dank. Das ist genau der Grund, warum wir in die Tiefe gehen, ne, um eben unabhängig zu sein gegenüber Einwirkungen von außen, eben auch gegenüber klimatischen Veränderungen, ja inklusive Eiszeiten, die unser Endlager aushalten muss. Danke für die Antwort. Dann gibt es in dem Fragenkomplex noch weitere Fragen. Wir erleben beispielsweise in Brandenburg, dass es 3 oder teilweise 4 Teilgebiete übereinander gibt. Die Frage wäre, ist jedes einzelne Teilgebiet für sich genommen geeignet? Ja, jedes Teilgebiet hat... Das ergibt sich aus der Anwendung... Entschuldigung. Mach du nur. Okay, ja, das ergibt sich ja aus der Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien, dass wir eben eine günstige geologische Gesamtsituation ermittelt haben und daher ergibt sich diese für jedes der Teilgebiete. Ja, alle dieser Gebiete, die sind alle im norddeutschen, also im Bereich des norddeutschen Beckens und das ist eine seit langer, langer Zeit eigentlich eine Beckenstruktur, muss man sich vorstellen. Und da kam es halt über mehrere Zeiträume zur Ablagerung toniger Sedimente. Und deshalb liegen diese halt in der Zeit, aber auch im Raum übereinander. Und da konnten wir halt dementsprechend Gebiete ausweisen, die kein Ausschlusskriterium erfüllen, die Mindestanforderungen erfüllen und die günstige geologische Bedingungen erwarten lassen. Immer. Also die Antwort ist in der Tat, jedes Teilgebiet für sich ist potenziell erst einmal untersuchungswürdig.
Prima, vielen Dank. Zu dem Thema Meeresspiegel noch einmal zurück, da erreicht uns gerade die nächste Frage. Bei steigendem Meeresspiegel wird doch aber Druck von oben ausgeübt. Ist das nicht relevant? Das wird im Da bin ich jetzt nicht sicher. Da würde ich lieber nochmal auf Sie zurückkommen, wenn ich da jetzt was Falsches erzähle. Also wir betrachten natürlich im weiteren Verfahren natürlich auch, wie sich das Deckgebirge und wie sich Veränderungen im Deckgebirge oder was ja dann zum Deckgebirge zählen würde, ne, auswirken. Und deshalb, das würde ich auf einen späteren Zeitpunkt mit einer schriftlichen Beantwortung. Einverstanden. Das wird nochmal schriftlich beantwortet, wird aber grundsätzlich in diesem Verfahren berücksichtigt. Also das ist in der Tat die Idee des Gesetzgebers, der sagt, bitte geht in so große Tiefen, dass ihr unabhängig seid gegenüber Einwirkungen von außen. Sie werden festgestellt haben, dass wir als BGE auch Teilgebiete unterhalb des Meeresspiegels ausgewiesen haben, beispielsweise auch in der Deutschen Bucht. Das heißt, wir gehen schon jetzt davon aus, dass es Formationen gibt, die geeignet sind, eine Trennung eben zwischen einmal dem Meer, der Biosphäre und den zukünftigen radioaktiven Abfällen herbeizuführen. Prima, Dankeschön. Dann gehe ich mal weiter in den Fragen. Bei dem Kriterium 7, das sind wohl die Abwägungskriterien, die hier gemeint sind, das Kriterium 7 bewertet die Gasbildung. Geht es da nicht um Feuchtigkeit, die zu Gasbildung führen kann? Also, dass Ton feucht ist und zu Gasbildung führen könnte. Durch korrosive Prozesse zum Beispiel. Das ist richtig. Darum geht es in diesem Kriterium. Das ist im Moment mit einem Referenzdatensatz belegt. Ne? Also das Tongestein, es ist ja so, dass unterschiedliche Wassergehalte im Tongestein vorkommen, je nachdem, wie stark das Tongestein kompaktiert wurde. Und deshalb hat man das hier mit einem Referenzdatensatz sicherlich belegt. Und ist dabei von der günstigsten Bewertung ausgegangen. Dankeschön. Vielleicht können Sie in dem Zusammenhang in der Tat nochmal die Bedeutung von Referenzdatensätzen erläutern. Also wie ist das? Warum haben wir Referenzdaten benutzt? Was ist das Wesen dieser Referenzdaten? Woher haben wir sie extrahiert? Das ist jetzt schon ein, zwei Mal gekommen. Aber ich will das verknüpfen mit einer Frage einer Zuschauerin, die fragt, wo liegen die Messstellen für die Daten in dem Gebiet? Und daraus wird so ein bisschen ersichtlich, wie wir das nochmal vielleicht auch erklären müssen. Bitte schön. Genau, also diese Referenzdatensätze, die sind wirklich, das sind Literaturwerte, die gesteinsspezifisch sind. Also die beziehen sich auf Tongesteine generell und die haben dann natürlich auch eine Bandbreite, ne? Also von, wie ich das gerade am Wassergehalt habe versucht zu beschreiben. Also es gibt halt ja verschiedene Wassergehalte, je nach Abhängigkeit von Kompaktion oder auch Tonmineralogie. Oder auch Zusammensetzungen und Korngröße zum Teil auch. Und das kann man in dem Sinne nicht über einen Kamm scheren, sondern da gibt es eine Bandbreite. Und im jetzigen Stadium des Verfahrens war es nicht möglich, jedes identifizierte Gebiet mit gebietsspezifischen Daten zu bewerten, weil die sind zum Teil sehr, sehr spezifisch. Also wenn man die Anlagen, haben ja bei der Gasbildung schon gesehen, das sind ganz, ganz spezielle Messwerte, die man dann benötigt. Ne? Und im jetzigen Stadium des Verfahrens liegen die auch schlichtweg auch noch nicht vor. Das wird aber kommen. Das ist in den nächsten Schritten geplant. Also mit im weiteren Verlauf des Verfahrens werden diese Referenzdatensätze immer mehr mit echten Daten belegt. Ja? Also wir werden da auch auf die Landes- und Bundesbehörden wieder zugehen und werden neue Daten anfragen und werden diese neuen Daten dann auch berücksichtigen. Ganz genau. Prima, danke. Dazu erreicht uns eine weitere Frage zu dem Thema Gasbildung im Ton. Also wie kann es denn sein, wenn bei dem Kriterium 7 ein Referenzdatensatz verwendet wurde, dass das im Ton günstig ist, wenn doch die Gasbildung eigentlich schlecht ist oder nicht? Ja, das ist richtig, bloß man geht immer von der günstigsten Bewertung aus. Ne? Da würde ich jetzt aber auch, weil das eine wirklich sehr spezielle Frage ist, da würde ich auch auf die schriftliche Beantwortung da im Detail nochmal bitten, dass wir die Gelegenheit haben, das schriftlich zu beantworten, weil das ist wirklich speziell, um da jetzt nichts Falsches in die Welt zu pusten. Okay,
Wird nochmal schriftlich beantwortet. Prima. Dankeschön. Dann würde ich nochmal eine Frage aus dem Chat nehmen, die sich mit der Schweiz und dem Schweizer Verfahren auseinandersetzt. Das Endlager in der Schweiz im Opalinus-Ton wird in einer Schicht unter Dogger entstehen. Und da ist die Frage, ob Dogger nur als Schutzschicht geeignet ist. Ich nehme an, da ist also das Thema Deckgebirge adressiert oder ob es auch als endlagerrelevantes Wirtsgestein angesehen werden könnte. Der mittlere Jura? Ja, also der mittlere Jura, das ist im Prinzip eine andere Bezeichnung, also oder die offizielle Bezeichnung für den Dogger. Das ist ja im norddeutschen Raum ist Dogger sehr bekannt als stratigraphische Bezeichnung. Und zwar ist es so, dass wir die Mindestanforderungen auf den einschlusswirksamen Gebirgsbereich angewendet haben. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Das ist im Gesetz so verankert. Also die Mindestanforderungen Gebirgsdurchlässigkeit, die zählt für den einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Und das ist im Prinzip der Teil des Gebirges, der den sicheren Einschluss der radioaktiven Abfälle aufnehmen soll. Ja? Und da sind grundsätzlich verschiedene Konfigurationstypen möglich. Also man kann sich vorstellen, also das ist der Bereich, der es schützen soll. Es kann aber sein, dass das Wirtsgestein genau darunter liegt. In vielen Fällen ist es aber so, dass das Wirtsgestein im einschlusswirksamen Gebirgsbereich sich befindet. Aber Mindestanforderungen werden auf den einschlusswirksamen Gebirgsbereich angewendet. Okay, das ist im Opalinuston ist das ja, das ist die gleiche stratigraphische Zeiteinheit, ja, und im Norddeutschen, also in Norddeutschland ist es so, dass ja der Opalinus, der mittlere Jura, nicht der Opalinuston, die Opalinuston-Formation ist Teil des mittleren Jura in Süddeutschland, nicht in Norddeutschland, dass die einzelnen stratigraphischen Einheiten des mittleren Jura grundsätzlich ja, geeignet sind. Prima, danke schön. Es gibt noch mal eine Rückfrage zu den Messstellen. Wo liegen diese? Also aufgrund welcher Datenlage geht man davon aus, dass diese Teile so verbunden sind, wie sie dargestellt sind? Also im Prinzip noch mal, was ist die Datenlage, die uns zu den Teilgebieten geführt hat, um das mal zu übersetzen? Gibt es da Messstellen oder woher haben wir eigentlich die Daten? Was sind das für Daten, die uns also zu den Teilgebieten gebracht haben? Mhm. Wer möchte da eine Antwort? Ja, da kann ich antworten. Also wir haben ja gestartet mit den Ausschlusskriterien und den Mindestanforderungen. Und wir benutzen da Daten, die wir bei den geologischen Diensten der Länder abgefragt haben. Und mit der Anwendung der Ausschlusskriterien erzielen wir eben ausgeschlossene Gebiete, die nicht mehr als Teilgebiet in Frage kommen. Und aus diesen verbleibenden Flächen haben wir die Mindestanforderungen angewendet. Und dafür haben wir ebenfalls mehrere Datenabfragen bei den Landesämtern getätigt. Und vor allem haben wir da eben 3D-geologische Modelle verwendet. Das heißt, es ist eine Darstellung des geologischen Untergrundes im dreidimensionalen Raum. Das heißt, man hat sozusagen verschiedene Teppiche übereinander. Das sind sogenannte Basisflächen oder auch Topflächen, je nachdem, welches Modell man da hat. Und diese haben wir dann verwendet für die Anwendung. Und wenn wir diese Modelle eben nicht hatten, haben wir Bohrungsdaten und thematische Karten verwendet. Generell kann man sagen, dass wir, auch wenn wir 3D-Modelle hatten, meistens als Plausibilitätsprüfung, also zur Überprüfung der Ergebnisse, die wir mit den 3D-Modellen erzielt haben, dann nochmal Bohrungen und thematische Karten verwendet haben. Und ja, dann haben wir eben daraus identifizierte Gebiete ermittelt und die sind dann eben in die Abwägungskriterien gegangen sozusagen. Daraus ergaben sich dann eben die Teilgebiete. Das heißt, wir hatten sehr großflächig abdeckende Daten zur Verfügung. Also man kann dann nicht von einzelnen Messstellen sprechen. Also die 3D-Modelle, die decken meistens eben die gesamte Bundeslandfläche ab. Und deswegen kann man sagen, dass das Teilgebiet, was wir ermittelt haben, eigentlich ein zusammenhängendes Gebiet ist. Es hat sich dann eben in verschiedene einzelne Gebiete aufgesplittet, vor allem durch die Anwendung der Ausschlusskriterien. Wenn Sie sich da an die Karte erinnern, sehen Sie ja, dass zum Beispiel ganz große
breite Linien sozusagen ein Gebiet durchschneiden. Das sind dann meistens Störungszonen. Prima, vielen Dank. Dann ergänzend dazu die Frage, wissen wir denn, woher die Länder, die Landesämter ihre Daten haben? Was sind das für Daten? Das wissen wir zum großen Teil. Also ein Teil der Daten sind staatliche Daten, also die auch die Landesämter selber erhoben haben. Und dann gibt es eben noch einen sehr wesentlichen Anteil von sogenannten nichtstaatlichen Daten. Das sind eben Daten vor allem auch aus der Erdöl- und Erdgasindustrie, weil wir uns jetzt in Norddeutschland befinden. Meistens liegt da schon solche Daten wie Alter der Messung oder Eigentümer der Messung, solche Daten liegen schon meistens vor. Prima, danke schön. Dann hat uns jetzt gerade noch mal eine Frage per Mail erreicht, die ich hier auch noch mal äußern möchte, nämlich noch mal zu der Frage Ton und Feuchtigkeit. Meine Information ist, dass Ton immer feucht ist und dass dadurch der Atommüll in einer feuchten Atmosphäre liegt und dadurch alles über kurz oder lang rosten wird. Dadurch entstehen Gase, dennoch ist Ton im Kriterium 7 günstig bewertet. Geht man davon aus, dass es auch trockenen Ton geben könnte? Gibt es den irgendwo? Also da kann ich nur wieder dazu sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt uns keine Daten über den Feuchtigkeitsgehalt, also den Wassergehalt von Ton vorliegen. Und deswegen ist dieses Kriterium mit einem Referenzdatensatz bewertet und mit dem bestmöglichen Fall, also mit günstig. Ich kann auch nur immer wieder dazu sagen, diese Referenzdatensätze werden Schritt für Schritt durch tatsächliche Daten, ersetzt. Und und bei der Abwägung in diesem Schritt des Verfahrens war die besondere Bedeutung tatsächlich auf diesen gebietsspezifischen und nicht auf diesen gesteinsspezifischen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den wir aufnehmen werden und der bestimmt auch im weiteren Verlauf noch ein anderes Augenmerk bekommen wird. Vielleicht kann man dazu auch sagen, die Referenzdaten sind ja auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern sie entsprechen ja insbesondere Literatur, Recherchen, Literaturwerten und damit wissenschaftlichen Studien. Das, was die Standortauswahl jetzt gemacht hat, ist, dass sie durch die Verwendung von Referenzdaten immer in den bestmöglichen Bereich des physikalisch Möglichen gegangen ist, also nicht unrealistisch möglich, sondern eben bestmöglich, sodass also in diesem frühen Schritt keine Region uns durch die Lappen geht, die wir im Weiteren durch die Konkretisierung mit Einzeldaten dann näher untersuchen. Das heißt also in der Tat, wir suchen genau diese Konfigurationen, die hier von dem Zuhörer auch beschrieben worden sind. Ja? Genau, prima, vielen Dank. So, dann gibt es eine weitere Frage. Sind die Daten, die in Hand von Privaten liegen, mit eingeflossen? Das sind sie zum großen Teil. Also es ist so, dass die 3D-Modelle Bohrungen und seismische Daten häufig einbeziehen und daraus wird sozusagen dann fließt das Know-how des Bearbeiters ein, das heißt des Geologen im Landesamt und der erstellt eben dieses dreidimensionale Modell. Und daher kann man sagen, dass zum großen Teil da auch seismische Profile der Erd- und Erdgasindustrie und auch Bohrungsdaten einfließen. Zum anderen hatte ich ja vorhin erwähnt, dass wir auch, wenn wir 3D-Modelle haben, auch Bohrungsdaten genutzt haben und thematische Karten. Und auch diese hatten wir zur Verfügung, die haben wir in einer Datenabfrage zu den Mindestanforderungen auch bei den Landesämtern abgefragt. Und das waren vor allem die sogenannten Schichtenverzeichnisse eben entscheidend, also Informationen, welche Gesteinsschicht sich in welcher Tiefe befindet. Prima, vielen Dank. Und auch dazu ist es ja so in Deutschland, dass wenn Sie
bohren wollen, Sie dafür eine Genehmigung brauchen und die Informationen müssen Sie dann mit dem Land auch teilen, mit dem Landesamt. Das heißt also, der private Dateninhaber bleibt zwar privater Dateninhaber, aber es gibt mindestens eine Kopie beim Landesamt, das uns zur Verfügung gestellt wurde oder diese Kopien wurden uns zur Verfügung gestellt, sodass wir als BGE damit eben auch arbeiten konnten. Prima. Vielen Dank. Jetzt gibt es eine nächste Frage im Chat. Ist es denn üblich, bei einer Gesteinsuntersuchung den Feuchtegehalt zu ermitteln? Das kommt natürlich immer auf die Fragestellung an, ne? Also das ist, da bin ich jetzt auch wieder nicht ganz sicher. Also das ist natürlich eine, diese Fragestellung würde ich jetzt eher in die Ingenieurgeologie verorten, ja. Da wird natürlich standardmäßig auch ein Feuchtegehalt mit erhoben. Ja, also es gibt Daten dazu, ganz sicher, die aber jetzt noch nicht zum Tragen kamen. Okay, danke schön. Meine nächste Frage im Chat. Ist die Lage unter einem Truppenübungsplatz ein möglicher Standort, weil der Ton eher verdichtet wird, statt zu reißen wie bei kristallinem Gestein? Also ich verstehe das so, da gibt es einen Truppenübungsplatz, bei dem es über 50 Jahre, so schreibt es der Leser hier, kleinere Granatübungen gegeben hat. Und er also wahrscheinlich davon ausgeht, dass aufgrund dieser Belastung, die es dann eben von außen gegeben hat, der Ton eher verdichtet ist, anstatt dass er gerissen ist, wie beim kristallinen Wirtsgestein. Besteht da ein Zusammenhang? Inwieweit sich jetzt diese mechanische Beanspruchung auf den Untergrund ausgewirkt hat, also der hat sich ganz sicher, diese mechanische Beanspruchung hat sich ganz sicher ausgewirkt, ja. Aber wie tiefgreifend das ist, das gilt es natürlich dann im Einzelnen für diese Lokation herauszufinden. Ne. Im jetzigen Schritt des Verfahrens ist das noch nicht Teil der Überlegungen. Ja. Da sagen wir mal so, da gehen wir erstmal davon aus, wir suchen Gesteinseinheiten, die sich in mindestens 300 Meter Tiefe befinden und so aus dem geowissenschaftlichen Bauch heraus hätte ich jetzt gesagt, da sind wir schon eigentlich in einer Tiefe, wo solche Truppenübungen doch keinen Einfluss mehr haben sollten. Aber das wird natürlich dann, je kleiner wir werden und je spezifischer wir werden, wird das natürlich alles dann auch an der Lokation dann später in einer anderen Phase des Verfahrens untersucht. Dankeschön. Aus Ihren Erklärungen zum feuchten Ton jetzt nochmal eine Nachfrage. Die Leserin, die Zuhörerin hat also verstanden, es gibt Daten zu feuchtem Ton. Wieso sind die dann jetzt nicht relevant? Und das ist vielleicht eine gute Frage, an der man jetzt auch nochmal erklären kann, wo wir im Verfahren stehen, wie früh wir da jetzt stehen und warum wir eben zum jetzigen Zeitpunkt große Teilgebiete ausweisen und nicht Endlagerstandorte. Also die Frage, wann werden konkrete Feuchtigkeitsdaten zu Ton relevant und damit, wie sehen eigentlich die nächsten Schritte aus? Mhm. Ja, in der Hinsicht ist es eine wirklich gute Frage, weil wir sind ja mit der weißen Landkarte im Prinzip gestartet. Ne? Dann wurden die Ausschlusskriterien angewendet, also Gebiete, die grundsätzlich nicht geeignet sind, die wurden ausgeschlossen, ja, und bei den Mindestanforderungen, das war die erste Frage, die sie stellte, naja, wir haben jetzt im Gesetz drei Wirtsgesteine verankert, ne, also drei Wirtsgesteine, das Salz, das Tongestein und das Kristallingestein. Wo grundsätzlich finden wir das in Deutschland, ja? Und methodisch haben wir das dann so gemacht, dass wir im Prinzip uns Standardliteratur, die stratigraphische Tabelle, Publikationen der Landesämter, die auch geliefert wurden zum Teil, hergenommen haben und dann halt die stratigraphische, also die gesamte Gesteinsabfolge durchforstet haben, wo finden wir denn Tongestein, Salz oder Kristallin. So, und das ist so der Ausgangspunkt. Und dann haben wir versucht, dann haben wir die Mindestanforderungen angewendet. Ja, und das haben wir, wie meine Kollegin von uns erläutert hat, dann alles auf großem Maßstab gemacht. Also da sind wir in die Modelle gegangen, haben geguckt, wo ist jetzt in unserem Beispiel der mittlere Jura, haben den mittleren Jura, diese Einheit dann auf die Tiefe gebracht, haben Bereiche, die tiefer lagen oder höher als 300, also flacher als 300 Meter, die haben wir entfernt
haben geschaut, wo stimmt die Mächtigkeit dieser stratigraphischen Einheit, die das Barrieregestein, also das endlagerrelevante Gestein enthält. Wo ist da die Mächtigkeit erfüllt? Ja? Haben danach den Flächenbedarf geprüft, haben geprüft, ob es Hinweise gibt, dass die Barriereintegrität gefährdet ist. Und das ist halt, das ist alles auf recht großem Maßstab passiert, ja. Sodass wir so die Ausweisung der Teilgebiete im Prinzip. Und für so ein großes Teilgebiet, jetzt müssen Sie sich vorstellen, um das repräsentativ mit Daten zu belegen, ja, also meine Kollegin hat vor uns gesagt, die Basisfläche sitzt zwischen 400 und 1500 Meter über den gesamten norddeutschen Bereich. Das ist ein extrem großer Bereich und da kann man auch wieder, da bräuchte man Unmengen von Daten, um halt jede Lokation einzeln zu bewerten, ja. Und deshalb ist es ein schrittweise Eingrenzen der Gebiete, ja. Und da sind solche sehr, sehr spezifischen Abwägungskriterien halt im Moment unserer Meinung nach am besten mit so einem Referenzdatensatz zu bewerten. Dankeschön. Dann kommen wir zu einer Frage, die uns auch zu anderen Teilgebieten schon häufiger erreicht hat, was die Grenzziehung der Teilgebiete anbelangt. Die sieht teilweise doch sehr identisch aus mit der Landesgrenze. Und der Zuhörer bezieht sich hier auf den Osten des Teilgebietes und dort insbesondere auf die Nordgrenze, die zu weiten Strecken identisch ist mit der Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, wie das denn sein kann. Das ist eine gute Frage. Und zwar liegt es vor allem an der uns zur Verfügung stehenden Datengrundlage. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass wir, wenn wir eben 3D-Modelle zur Verfügung haben, diese benutzt haben für die Anwendung der Mindestanforderungen. Und im Osten des Teilgebietes ist es eben so, dass wir von Brandenburg das 3D-Modell bekommen haben. Und dies umfasst eine stratigraphische Einheit, die etwas über den mittleren Jura hinausgeht. Also um es einfacher zu sagen, es umfasst weitere Bereiche als nur die Formationen des mittleren Jura. Und für Mecklenburg-Vorpommern hatten wir eben kein 3D-Modell zur Verfügung. Da haben wir vor allem eben Karten und Bohrungen benutzt. Und ja, so ist es eben zu erklären, dass es eben das Teilgebiet dann da genau an der Grenze endet. Dankeschön. Und dann noch einmal und vielleicht abschließend zu der Feuchtigkeit. Also ist die Feuchtigkeit ein spezifisches Kriterium, das erst später ermittelt werden wird? Ich habe aus Ihren Ausführungen jetzt verstanden, dass wir aus einzelnen, beispielsweise Bohrmohrungsdaten, schon auch was über den Feuchtigkeitsgehalt wissen, dass diese Information aber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Relevanz hat, sondern im weiteren Verfahren, wenn wir uns die nächsten Schritte anschauen, beispielsweise die der Standortregionen oder auch die der übertägigen oder untertägigen Erkundung, dann eine Rolle spielen, aber in der jetzigen Verfahrensphase noch nicht. Ist das richtig verstanden? Das ist richtig verstanden, das ist genau richtig. Also mit diesen einzelnen Werten würde man jetzt im Prinzip dieses gesamte Riesengebiet bewerten. Also das Problem haben wir generell, dass wir halt einzelne Bohrungsinformationen, also punktuelle, wenn Sie so wollen, in die Fläche bringen müssen. Und bei so einem großen Gebiet ist es halt sehr schwierig. Dankeschön. Eine weitere Frage. Ist älterer Ton grundsätzlich eher besser oder ist das egal, wie alt er ist? Das Alter spielt in dem Sinne nur untergeordnet eine Rolle. Also beim Ton ist es so, dass Ton ist ein Sediment, was halt aus einer stehenden Wassersäule sedimentiert und der hat einen ganz, ganz hohen Wassergehalt. Also die Porosität von Tonen ist so bei 60%, also bei reinen Tonen. Wenn man jetzt die Tone unter Auflast, also unter erhöhte Temperatur- und Druckbedingungen bringt, da verlieren die das Wasser teilweise aus den Poren, aber auch aus diesen kleinen Zwischenschichten, die Tonminerale an sich haben. Ja, und deshalb ist es immer davon abhängig, wie tief und wie intensiv erhitzt und wie intensiv unter Druck dieser Ton geraten ist. Und das kann man jetzt in Deutschland auch gerade im norddeutschen Untergrund nicht über einen Kamm scheren, weil es generell nicht so ist, dass das gesamte Becken die ganze Zeit über nur nach unten sinkt, sondern es ist so, dass wir halt auch zum Teil Inversions
Wiederhebungen haben von Gebieten, die teilweise stärker versenkt waren, als sie jetzt, also oder Gesteinseinheiten, die stärker versenkt waren, als sie jetzt zu finden sind. Und deshalb ist das eine recht schwierige Sache und man kann nicht sagen, älterer Ton ist der bessere Ton, also der Ton, der halt weniger Wasser hat oder weniger plastisch ist. Und deshalb, ja, das hängt extrem stark von den Versenkungsbedingungen ab. Dankeschön. Die Frage, ob Mecklenburg-Vorpommern nicht noch ein 3D-Modell nachliefern möchte. Was passiert denn, wenn das passiert und dort in diesem 3D-Modell Tonschichten auftauchten, die potenziell interessant sind? Werden die dann noch Teilgebiet? Ja, es ist ja so, dass wir im Verfahren wiederholt die Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen und Abwägungskriterien anwenden. Und es ist tatsächlich so, dass es im Moment es ein Projekt gibt, was für Norddeutschland ein 3D-Modell erstellt. Es nennt sich TUNB. Und zum großen Teil liegen uns diese Modelle auch schon vor. Und die werden wir dann im nächsten Schritt auch berücksichtigen. Und wenn es da eben weitere Tonformationen gibt und die Mindestanforderungen erfüllen, ja, dann können die auch interessant werden. Ja, aber grundsätzlich ist es so, dass wir ja für den mittleren Jura jetzt gerade, da haben wir ja im Prinzip alle Daten auch, die sie zur Erstellung dieses Modells benutzt haben. Die haben wir uns ja auch angeschaut. Und deshalb ist es recht wahrscheinlich, dass zumindest der mittlere Jura da, dass es so bleibt, wie es ist. Nur im Bereich Brandenburg, wo das Modell wirklich eine größere stratigraphische Einheit aufweist, da werden wir noch stärker eingrenzen können, auf jeden Fall. Dankeschön. Dann eine Frage zu dem Verschnitt von Bohrungen, Bohrungsinformationen und 3D-Modellen. Wieso werden die Informationen der Bohrungen nicht mit den 3D-Modellen verbunden, wenn die Abfolge der Gesteinsformationen passt? Oder anders mal gefragt, ne, gibt es eine Verbindung von, eine Verschneidung von Informationen aus Bohrungen mit den 3D-Modellen? Ja, doch, sicherlich. Ne? Also wir haben, die 3D-Modelle sind im Prinzip, das muss man sich als ein sehr, sehr nützliches Tool vorstellen, das halt auf ganz viel Erfahrung der Geologen in den Landesämtern auch basiert. Ne? Also die haben da mit den vorhandenen Daten geologisch den Untergrund interpretiert. Und das ist total nützlich. Weil wir jetzt hingehen können und sagen, eine stratigraphische Einheit, die unser endlagerrelevanten Gesteinstyp, also Tongestein in dem Fall enthält, da können wir relativ einfach die Mindestanforderungen auf einer größeren Fläche anwenden. Ne, und das wird aber natürlich mit Bohrungsinformationen dann auch überprüft. Also Bohrungsinformationen sind ganz, ganz wesentlich. Und wir haben für alle identifizierten Gebiete und dann Teilgebiete Bohrungsinformationen einfließen lassen. Das heißt, die 3D-Modelle, so verstehe ich das, sind eine wichtige Basis, aber es sind nicht die einzigen Informationsquellen, die wir benutzen, sondern die Bohrungsinformationen, die ziehen wir eben auch an. Genau, weil die 3D-Modelle einfach diese flächenhafte Information uns liefern und das ist ganz, ganz wertvoll. Von einzelnen Bohrungen, da muss man immer interpretieren, um in die Fläche zu kommen. Ne? Und diese Interpretation, die liegt in den 3D-Modellen letzten Endes schon. Prima, vielen Dank. Wir biegen leider schon so langsam auf die Zielgerade ein. Deswegen vielleicht mögen Sie uns mal mitnehmen auf die nächsten Schritte. Was folgt denn jetzt eigentlich? Wie kommen wir denn jetzt eigentlich im Allgemeinen gesprochen von den großen und vielen Teilgebieten hin zu weniger und kleineren Standortregionen? Können Sie das mal allgemein formulieren? Ja, also die nächsten Schritte sind im Prinzip die Sicherheitsuntersuchungen und dann die erneute Anwendung der Abwägungskriterien. Ja? Immer wieder unter der Maßgabe, dass Mindestanforderungen und Ausschlusskriterien, also Mindestanforderungen erfüllt sind und kein Ausschlusskriterium greift. Wie kommen wir jetzt zu kleineren Standortregionen? Das ist eine total spannende Frage, die uns jetzt im nächsten Schritt dieser Phase 1 begleiten wird. Ja. Das wird sicherlich
für jedes Teilgebiet ein bisschen anders aussehen, weil jedes Teilgebiet ein bisschen eine andere Natur hat. Ja, aber ja, das wird verkleinert werden und diese Standortregionen werden dann Basis der obertägigen Erkundung. Prima, danke schön. Dann gab es jetzt mal ganz kurz die Frage im Chat, wie viele Teilnehmerinnen diesem YouTube-Kanal gerade folgen und der Konferenz folgen. Auf YouTube sehe ich aktuell 49 Zuschauerinnen und Zuschauer. Dazu gibt es noch eine weitere Frage, nämlich die Frage, woher kommen eigentlich die 10 Quadratkilometer? Sind die absolut sakrosant oder können auch minimal kleinere Gebiete eine Berücksichtigung finden und spielt auch die Geometrie eine Rolle? Also längliche Teilgebiete, sind die schlechter per se als beispielsweise sehr quadratische Teilgebiete? Also woher kommen die 10 Quadratkilometer, war die Ursprungsfrage. Die 10 Quadratkilometer, die sind in der Begründung zum Standortauswahlgesetz verankert. Also das ist eine Maßgabe, an die wir uns im Tongestein da halten, weil das sicherlich durch diese, das haben Sie im Video auch schon gehört, Tongestein ist nicht ganz so temperaturresistent. Also bei höheren Temperaturen verliert Ton, also kommt es zu Mineralumwandlung und dazu zu schlechteren oder verliert die guten Gesteinseigenschaften. Und deshalb ist Tongestein sozusagen, es hat einen größeren Flächenbedarf als beispielsweise Salz oder Kristallin. Es ist aber so, also das ist auch so, dass mit der Tiefe der Flächenbedarf natürlich auch noch ansteigt. Und deshalb ist das eine Maßgabe, die uns also das ist eine Mindestanforderung, mindestens 10 Quadratkilometer, kann aber auch größer sein. Und das wird, da haben wir natürlich, da machen wir uns auch Gedanken, da laufen Studien dazu, welche Tiefe ist denn nun günstig und welche Fläche ist dann benötigt. Das hängt auch alles ein bisschen vom Konzept, vom Endlagerkonzept ab. Also das sind alles Fragen, die dann weiter konkretisiert werden müssen. Dankeschön. Dann gibt es jetzt nochmal die Fragen eher organisatorischer Natur, wann wir die Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, beantworten und in welcher Art und Weise wir das tun. Ich bin allen Zuschauerinnen und Zuschauern dankbar, die uns eine Mail an dialog@bge.de schicken. Wir werden aber gleichzeitig auch diejenigen Informationen aus dem Chat extrahieren, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben. Wir werden diese Fragen öffentlich beantworten in unserem FAQ. Den werden wir online einstellen bei uns auf der Homepage www.bge.de. Wenn Sie uns eine persönliche E-Mail schreiben, dann werden wir Sie natürlich auch persönlich zurückanschreiben. Aber unser Ziel ist es hier, transparent auch alle Teilnehmer und Teilnehmern daran teilhaben zu lassen, was wir hier antworten. So, jetzt gibt es die Frage noch fast abschließend, ob es Aufzeichnungen von der Auftaktveranstaltung aus der letzten Woche gibt. Ja, die gibt es, da bin ich mir ziemlich sicher. Die gibt es auf jeden Fall auf der Seite des BASE. Das BASE ist das Bundesamt für die Sicherheit der kerntechnischen Entsorgungssicherheit und ist Veranstalter dieser Organisation gewesen. Da gibt es eine Informationsplattformen, die Sie online auch sehen können. Und da können Sie auch die Videos nochmal anschauen. Bleibt diese Sprechstunde auf dem Kanal weiter zugänglich? Ja, sie bleibt weiter zugänglich. Unser Ziel ist, dass wir hier dauerhaft diese heutige Sprechstunde für Sie auch archivieren und sie auch online zugriffsfähig bleibt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen, zum einen bei unseren beiden Kolleginnen aus dem Bereich Standortauswahl, die heute hier mit Sachverstand uns zur Seite gestanden haben. Ich bedanke mich aber auch für das wirklich sehr rege Interesse an dieser Veranstaltung. Herzlichen Dank dafür. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiter intensiv, gerne auch kritisch und vor allem aber auch konstruktiv im Sinne der Endlagerung begleiten. Danke Ihnen, einen schönen Abend und Glück auf.